Mein Name ist Miriam, ich studiere Deutsch, Philosophie und Theologie auf Lehramt und bin seit 7 Semestern im Unichor des Collegium Musicum Mainz dabei. Hallo, ich heiße Leona, ich studiere Musikwissenschaft und Theaterwissenschaft und bin seit 8 Semestern hier im Kolmus, im Unichor und im Kammerchor. Das Collegium Musicum ist das Dach eigentlich des Musizierens auf dem Campus, was für alle eben eine Heimstätte bietet. Wir haben zum einen die beiden großen Ensembles, den Unichor und das Uniorchester, die offen sind für eigentlich jeden Studierenden, aber auch für Uni-Mitarbeiter oder eigentlich für jeden. Das sind natürlich unsere Studierenden, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Universität, das sind Alumni und das sind begeisterte Musikfreunde, die für die Johannes-Gutenberg-Universität spielen wollen. Und dabei ist es egal, wie viel Orchestererfahrung man schon hat oder auf welchem Niveau man mal gespielt hat. Man kommt einfach mit den Kenntnissen, die man mitbringt, und daran kann dann gearbeitet werden. Das kann sowohl im Orchester passieren als auch im Einzelunterricht. Der Vorteil ist auch noch, dass die Möglichkeit besteht, da Unterricht zu bekommen, also sowohl Chorsängerausbildung zu genießen, als auch im Instrumentalbereich sich fortzubilden. Das Kolmus ist eine Musikschule, kann man sagen. Die Studierenden haben die Möglichkeit, Unterricht zu bekommen bei den Dozenten, die dann auch später im Orchester sitzen. Also wir können ganz gezielt die Studierenden auf das Stück vorbereiten. Wir haben neben dem großen Chor und dem großen Orchester natürlich auch noch den kleinen Chor, den Kammerchor. Der Gutenberg Kammerchor bereitet sich auf Projekte vor, die eigentlich speziell im Bereich der alten Musik angesiedelt sind, mit historischem Instrumentarium. Und dadurch sind wir zu der Möglichkeit gekommen, nach Südafrika zu fliegen, in so einem Austauschprogramm. Das Besondere an der Chorreise ist natürlich immer die Menschen, die mit einem dahin fahren. Man lernt die Leute ganz anders kennen, es entstehen Freundschaften. Das Schöne an einem Studenten- oder einem Uniorchester ist auch immer, dass man eben nicht nur zusammen Musik macht und um 10 gehen alle nach Hause, sondern direkt unter dem Probenraum befindet sich der Baron, unsere Stammkneipe eigentlich hier am Campus. Und nach jeder Probe gehen wir dann noch ein, zwei Bierchen trinken. Und das ist einfach eine super Möglichkeit, um sich auch mit Leuten zu unterhalten, die in der Probe vielleicht nicht neben einem sitzen. Ich persönlich habe im Chor eigentlich meine besten Freunde kennengelernt, weil man eben irgendwie mit Leuten in Kontakt tritt, mit denen man nicht nur zusammen ist wegen dem Studium zum Beispiel, sondern weil man eben gleiche Interessen hat. Man kommt hier hin, hat ein ziemlich gutes Orchester auf einem sehr hohen Niveau, das aber ausdrücklich erlaubt, dass man eben das Instrument nicht studieren muss und nicht perfekt spielen muss, um hier mitspielen zu können. Und dabei sitzt man neben Profis und man merkt, dass man mit deren Hilfe einfach sehr viel mehr erreichen kann, als wenn man irgendwie für sich alleine nur spielen würde. Die Probenphasen erstrecken sich hier am Kolmus über ein ganzes Semester. Das heißt, jede Woche hat man einmal die Probe, zu der man kommt. Und am Ende der Probenphase hat man die intensive Phase und danach das Konzert, mit dem das Ganze abschließt. In den letzten paar Semestern war es eigentlich immer so, dass Orchester und Chor ein gemeinsames Werk aufgeführt haben. Das heißt, während des Semesters hat man eigentlich getrennt voneinander geprobt. Und je näher es dann Richtung Konzert geht, desto häufiger probt man dann auch mal zusammen. Und das ist dann schon ziemlich cool, wenn man einfach so dieses Gesamtwerk auf einmal hört, weil sich alles, was die Leute so einzeln erarbeitet haben, dann auf einmal zusammenfügt. Ja, unsere Konzerte sind dann immer der Höhepunkt. Und das ist einfach ein super Gefühl, wenn man da vorne steht und merkt, alle Leute hören nur uns zu. Das ist wunderschön.